Leise rieselt nicht der Schnee, sondern das Mehl in die Rührschüssel. In der Bäckerei Riesinger in Künzing stehen alle Zeichen auf Weihnachtszeit. Und zu der gehören Spritzgebäck, Butterplätzchen und Co. einfach dazu. Neben Eiern, Mehl, Butter und Zucker geben die für Weihnachten typischen Gewürze wie zum Beispiel Zimt oder Nelken den Leckerbissen ihren Geschmack. Wer hier auf qualitativ hochwertige Zutaten zurückgreift, macht schon mal vieles richtig. Doch die Expertin hatten noch einen Tipp für uns parat. Ganz wichtig ist, dass man die Mürbeteige einfach nicht zu lang knetet. Wenn man die zu lang knetet, dann werden die einfach bräseler, dann bringst du kein gescheites Plätzchen einfach nicht mehr zusammen. Das ist wichtig. Also wir machen es immer erst mit einmal, wenn wir es gleich machen, kurz zusammenkneten, dass sie gut vermischt sind. Und bevor wir es brauchen, einfach nochmal kurz durchkneten. Da kannst du nichts verkehrt machen. Also wenn es lang geknetet wird, dann ist da dort nichts mehr. Bröselig darf der Teig also nicht sein, sonst lässt er sich nicht anständig ausrollen. Kleine Förmchen zum Ausstechen, wie sie die Mama hat, sucht man hier vergeblich. Bei den Mengen, die in der Bäckerei produziert werden, würde das sonst auch zu lange dauern. Der Verkaufsschlager ist übrigens Jahr für Jahr derselbe. Ganz klar Vanillekipferl, die gehören einfach zu Weihnachten dazu. Aber wie wir heute gemacht haben, die Linzer. Und die Nougat-Terzel, die wir gemacht haben, also das ist natürlich, das geht immer. In der Bäckerei gibt es die Plätzchen nur in der Weihnachtszeit zu kaufen. Aber warum ist das so? Schmecken Plätzchen nicht eigentlich das ganze Jahr über gleich? Oder macht sie erst die Weihnachtszeit so köstlich? Da gehen die Meinungen weit auseinander. Bei uns gibt es ja Plätzchen manchmal unterm Jahr, also so ein bisschen größer zum Kaffee nachmittag. Also wir haben es nicht nur an Weihnachten. Aber dann halt besondere an Weihnachten, ne? Ich würde sagen, die haben da unterm Jahr vielleicht nicht schlecht, aber man denkt vielleicht gar nicht drüber, dass man unterm Jahr gebracht. Ja, weil man damit bestimmte Dinge verbindet, die typisch sind für Weihnachten, die Würze, die Gerüche, alles sowas. Wegen Atmosphäre, welche dazu gehört. Das kleine Gebäck, die Atmosphäre, dann der Kerzenschein dazu und das nimmt man halt mal so nebenbei, so ein Stückchen von dem Teller und isst dann die Weihnachtsplätzchen. Ich glaube, das ist in der Weihnachtszeit ist das am besten. Nach einer kurzen Backzeit kommt der wohl aufwendigste Arbeitsschritt. Die Plätzchen werden gefüllt und anschließend dekoriert. Natürlich alles in Handarbeit. Das schaut nicht jetzt aus wie das andere. Man sieht, da ist da mehr so ein Schoko-Kekserl und dort einmal und hat nicht jetzt dieselbe Form und das ist einfach Handarbeit. Und so soll das einfach auch sein in meinen Augen. Jedes Plätzchen ein Unikat, genauso wie zu Hause bei Mama. Doch egal, ob gekauft oder selbst gemacht, wichtig ist doch vor allem, dass es am Ende richtig gut schmeckt.